Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich hoffe, ihr habt geile Laune. Ich hoffe, es geht euch gut und wir spielen Streamer. Oh my son, ja, wir spielen Streamer. Er ist ja Japaner, also auf jeden Fall mit der Rüstung ist er ja Japaner. Ja, wir spielen gegen LeBlanc und eventuell bin ich ein Inter oder ich bin richtig cool. Denn ich habe Ignite eingepackt. Ich habe mir gedacht, irgendwas ist hier in meiner Hose. Hilfe. Ich habe mir gedacht, hey, lass mal böllern. Lass der mal zeigen, dass wir, ne, sie soll sich hinknien. Aber nicht, weil sie eine Frau ist, sondern weil sich jeder vor Asia hinkniet. Ich bin einfach der Emperor. Ne, und deswegen kneel down, my boys and girls. Slip. Oh, nein. Oh, scheiße, okay. Ja, zuerst ist gut, wichtig, Vision Squad, die haben einen Zed, die haben Lee Sin, die haben ein richtiges Interteam. Die haben Lee Sin und LeBlanc, das ist das schlechteste Late Game, was du im ganzen Spiel haben kannst. Also eigentlich müsste das, wenn wir nicht komplett turbomäßig runterrennen, also okay, die können halt im Early Game gewinnen. Die müssen richtig schnell beenden, ansonsten gewinnen wir das einfach. Wir werden Lunes into Nashos wahrscheinlich wieder gehen, wir werden jetzt anfangen zu poken, wir haben Conqueror dabei, ich habe Ignite dabei, wir werden böllern, wir werden Kills machen, wir haben Bock. Gib her, dankeschön. Ja, also ich möchte sie töten. Deswegen habe ich jetzt Ignite. Ich glaube, ich werde wieder Asia surviven, ins Game reinbringen müssen, Leute. Die Last-Hit-Animation von Asia ist die beste, wo gibt. So, wir wollen natürlich aber auch... Das hier ist so gefährlich, Alter. Das ist so gefährlich. Aber ich glaube, wenn ich so früh gehe, dann ist hier noch nichts. Na, gib mir, gib. So, jetzt müssen wir... wir müssen sie so low machen, dass sie gar nicht auf dumme Gedanken kommt. Wenn sie nämlich auf dumme Gedanken kommt, das wäre nicht cool. Q, zack, geil. Ne, das sind dann auch direkt ein paar Stacks. Dann können wir hier direkt nochmal... Oh, ja. Okay, das tut weh. Ja, aber wir können noch... Sie stirbt auch. Ja, ich sag mal so, hätte ich eh gehabt, hätte ich besser getradet. Problem ist, dass die Wave wahrscheinlich schlecht steht, wir die Kanone verlieren. Wir gehen mal doppelt Dorans Blade. Ne, komm, wir machen das anders. Kostet mich jetzt ein bisschen Zeit, ist ein bisschen unglücklich, aber... Wir gehen mal Dark Seal und das und ein Control Ward. Also ja, sie hat halt First Blood bekommen. Dafür hat sie, glaube ich, Flash verbrannt und ich nicht. Ja, mit E hätte ich, glaube ich, gewonnen den Trade. Ich habe halt Doppel-Q gemacht, um besser poken zu können. Ich hätte vielleicht davon ausgehen können, dass sie mich natürlich engaged. Ja, es war okay. Sie hat jetzt halt eine Flask, ne? Sie hat jetzt die Flask und den Dark Seal und alles. Ja, gucken wir mal. Minions-mäßig hat... Das ist noch okay, Leute. Das ist alles okay. Wir müssen jetzt aber gucken, dass wir sie poken, damit sie, wie gesagt, nicht auf dumme Ideen kommen. Aber sie nutzt das... Sie will immer direkt das... Komm, gib. Nein, lieber Minions. Lieber Minions. Immer lieber Minions statt Poke. Ja, wir müssen jetzt einfach die ganze Zeit poken. Am besten immer W, Auto-Tag, Q, Auto-Tag. Sehr schön. Und gerne noch ein Auto-Tag. Bitte nicht auslösen. Danke. Autsch, das tut weh, aber... Ich glaube, das ist fein. Ist sie noch hier? Ist das die echte? Arsch! Ja, also... Ja, Leute, also... Ja, der Flash kann man jetzt drüber diskutieren. Aber ihr habt das gesehen so. Ich wollte mit dem Soldaten Last Hit. Er hat Arbeitsverweigerung gemacht. Da wird auf jeden Fall Abmahnung geben. Nö, bitte nicht, bitte nicht. Okay, jetzt... Was? Hä? Okay, wir sind Shurima, Leute. Wir sind fucking Shurima. Help somebody. Help. Ah, nee, verfolgt er mich? Ja. Leute, ich hab erst gleich eine E. Narde! Okay, was ist hier los? Okay, Daxiel, was ist hier schon wieder? Was, hä? Okay, Buch, Leute, Bücherclub. Ja, keine Ahnung, dieses Game, so damn. So damn. Also. Gut. Normalerweise kaufe ich keine Flasche, aber in dem Game, Brody. Was passiert? Das ist so ein richtiges What the fuck Game. Ich glaube, das klappt nicht, Leute. Ihr seid zu dritt, zu zweit, zu gegen drei. Oh Gott, wenigstens Zeke unterm Turm, damit der seine Passive da verliert. Gott, also im Early Game können die böllern und die what the fucking hell. Ja, gut, wir sind aber fein. Vor allem, die Trades sind gut für uns rein theoretisch, weil... wir traden even und das sollten wir nicht. Sie sollte mich eigentlich böllern, umböllern. Weil, ich bin Asi, ich outscale sie maßlos. Ja, ich bin im Late Game viel, viel stärker als eine LeBlanc. Und deswegen ist das fein. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr.
Ich habe keine Ahnung, was gerade Sache ist. Wir können das Ganze ein bisschen freezen. Sie ist nämlich noch Top-Lane. Das heißt, wir freezen die Lane, sodass sie viele, viele Minions verliert. Wir könnten sie, also je nachdem, wie lange sie jetzt oben bleibt, wir könnten auch reinpushen und in den Tower gehen. Aber ich glaube, wir freezen das. Wir freezen nur ein bisschen durch. Sie verliert schön viele Minions, weil Platte würde ich gerade eh nicht bekommen. Das heißt, wir haben gerade Gleichstand, was Minions angeht. Aber alleine ich, die Minions, die ich hier schon nehmen kann und ihre, gibt mir so ein kleines Lead. Wir sind beide 2-2. Sie hat aber noch einen Assist und sie hatte First Blood. Aber ne, das holen wir jetzt wieder so ein bisschen auf. Ein bisschen können wir das hier aufholen. Das ist schön. Asien macht mir aber gerade auch wieder Bock, muss ich sagen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit England spiele. Dadurch kann man halt generell aggressiver spielen. Aber es ist immer die Frage, will man das? Aber es macht halt Bock. Na, guckt euch das an, wie geil wir freezen, Leute. Wenn wir die gleich nehmen, haben wir 10 CS mehr oder 15. Und auch XP. D-A-D-E. Wir müssen aber die Nahkämpfer wegmachen, weil sonst laufen die gleich in den Turm. Das ist richtig nervig. Gib. So, jetzt haben wir Wall. Wall ist natürlich das Problem, dass sie hin und her springen kann. Und drüber her springen kann. Also die Wall gegen LeBlanc ist jetzt nicht ganz so geil, wenn wir ehrlich sind. Na, ist nicht der beste Spell, aber... So, es könnte sein, dass es jetzt roamt. Lux war gerade auch noch da. Wir versuchen jetzt mal durchzupushen. Jetzt versuchen wir durchzupushen und hoffen, dass mein Team nicht stirbt. So, wir hauen uns einen Flaspot rein. Aggressivität ist das Wort. Okay, sie ist Level 6. Ich glaube, sie ist schon stärker als ich. Was hat sie an Items? Bücher. Ein bisschen mehr Bücher als ich, aber das Problem ist, jedes Mal, wenn ich sie poke, dann kriegt sie sofort Bock. Wir müssen also poken und dann sehr defensiv hinten stehen bleiben. Sie kriegt dann jedes Mal Bock, auf mich zu engagen. Ja, wir müssen von hier hinten poken. Vielleicht gehen wir gleich auch nochmal shoppen, weil wir haben ein bisschen Geld jetzt im Inventar nach dieser Wave. Ich würde sagen, wir versuchen durchzupushen. Und jetzt hauen wir ab. Und jetzt kommt die Wall gleich. Sirnobby. Komm schon. Ein Auto-Tech. Ja, Sacha Balotti. Dieser Asi ist der beste Asi, den es gibt. Dieser Asi ist der beste Asi. Hier, da steht es. What a God. What a God. Und dann machen wir jetzt Doppelpunkt 3. So. Bücherabend ist am Start. Schuhabend können wir auch machen. Schön. Schön. A truly Emperor. Das wollte ich hören. Kneel down, my boys. So, jetzt müssen wir gucken. Immer diese Lizenz, Alter. Wieso macht das jetzt? Wurde der gebufft? Kriegt einen neuen Skin? Haben die Spiele den neuen Skin? Nee. Ja, gut. Wir haben ein bisschen mehr CS als LeBlanc. Wir hätten natürlich noch mehr gehabt, wenn wir jetzt nicht gerade. Ne, jetzt gerade haben wir wieder ein paar verloren, weil wir back mussten. Aber es ist okay. Slippede. Soldati. Arvanti. Sagt er auch immer. Arvanti. Jetzt haben wir halt richtig viel Mana, dass wir unendlich poken können. Problem ist nur, dass sie immer, wenn wir poken, das ausnutzt und auf uns engagiert. Ich komme. Bin under the way. Ist das die echte? Nee, das ist die falsche. Bin under the way. Schade. Aber es ist fein. Also, wer tot ist, ist fein. Also, es ist fein. So, Control Ward mal hier hin. Machen wir den Drake. Auto-Attack. Ich meine, es gibt Leute, die Asia. Ich glaube, er ist immer noch relativ schwach, aber es gibt Leute, die erfolgreich Asia spielen. Ja, die gibt es. Also warum sollte nicht auch ich einer von diesen sein? Weil er macht mir einfach Spaß. Aber ich weiß nicht, ich habe halt immer das Gefühl, dass er zu langsam manchmal ist im Early Game. Manchmal. Dass er zu lange braucht im Vergleich zu anderen Champions. Ja, und wenn ich mit Ignite spiele, dann wird es ja wieder ein bisschen gehen, oder nicht? Aber keine Ahnung, I don't know. I don't know, I don't know, I don't know. Oh, oh, da müssen wir mal aufpassen, da hat die nämlich immer Bock. Ich habe aber Wall und Ult. Die machen jetzt B, Q. Na, zack. Zack, 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 zack. Ja, wir können ein bisschen poken. Wir könnten auch, aber ich sehe mich auch auf einer Botlane-Compilation. Na, wir gehen mal für einen Roam. Wir sind ein Imperator und wir müssen auch ab und zu emporitieren, weil ein guter Emperor, der sagt halt, hey, Leute, ich bin da. Ihr braucht mich, ich bin da. Autorität. Leider ist mein Team noch nicht... Wir müssen ihn passt auf, Leute, ich hab Bock. Ah, okay, hat geflasht. Aber ich habe extra lange gewartet. Ich hab... Kann ich? Okay. Ich hab extra richtig lange gewartet. Und es ist ein guter Gank. Es war ein erfolgreicher Gank. Euer Herrscher ist hier. Leider haben wir kein Geld. Machen wir Magic Pen Schuhe? Ich glaube. Passt mal auf, wir machen mal was anderes. Wir probieren mal was. Wir machen mal so ein Bild. Vielleicht ist das Quatsch. Vielleicht aber auch nicht. Jetzt haben wir Attack Speed, Mana. Als erstes gehen wir Loons, Magic Pen Schuhe. Und dann gehen wir auf Nashors Zarn.
Oh, Shorima. Ist der hier ein Gage? Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Bin gleich da. Okay, er ist tot. Hä, wo ist er gewesen? Wo ist Zack? Na gut, das war natürlich dumm. Akzeptieren wir. Aber Leben ist hart. Vielleicht können wir ja mal für eine Platte gehen. Das wäre cool. Das wäre actually wirklich cool. Oh, sie ist immer noch da. Könnte aber sein, dass... könnte sein, dass Lee Sin noch da ist. Sehen wir. Aber die töten wir jetzt einfach. Und den töten wir jetzt auch. Ja, cool. Tschüss, Later Boys. Was? Ah, da. Flaspot, Leute. Ich hab... Sis Asia, Best Asia. Ach Leute, Lee Sin und LeBlanc, da könnt ihr direkt, wenn, wirklich ein Tipp an euch, wenn ihr Lee Sin und LeBlanc in eurer, merkt es euch, wenn ihr das in eurer Champ Select, Lee Sin und LeBlanc habt, geht sofort raus. Das ist das schlechteste Late Game, das ist als wenn ihr in Mathe und Englisch 5 habt und Deutsch. Braucht ihr euch gar nicht bewerben, ist over. Ist full all over Gameplay. Könnt ihr komplett vergessen. Jetzt können wir halt, oh shit, wir haben aber gleich einen Ult. Eigentlich sind wir fein. Wir haben auch jetzt gleich bald mal irgendwann Ludens. Wir müssen sie nur so poken, dass sie keinen Bock hat, mich zu engagieren. Das ist alles. Könnte natürlich sein, dass Lee Sin gleich nochmal kommt. Nautilus. Ja, okay. Wir könnten natürlich nochmal einen Roam auf die Bot machen. Hab allerdings wenig HP, aber danach vielleicht ist ja hier eine Melone oder eine Banane oder eine Aprikose. Boah, eine Aprikose bitte nicht. No Aprikose, please. Wir könnten so einen Gigaflug machen, aber ich glaube gegen... Ah, nee, das sieht gut aus. Das sieht gut. Wir müssen aber aufpassen. Ein Bein von Lux könnte mir das Leben kosten. Aber. So, du gehst erstmal darüber. Bitte. Danke. Okay, schön. Das ist unser Geld. Das ist unser. Haben wir genug? Das müsste. Hä? Achso, hä? Nee, hä? Was hat mich abgebrochen? Kurz. Ich hatte kurz mega Angst. Mega Angst. So, Leute, LeBlanc fehlt. Mega Angst. Loons ist da. Jetzt, also ich glaube, ich würde trotzdem Loons first gehen. Ich weiß nicht, ob man unbedingt so viel Tech-Speed gerade braucht. Also es kommt vielleicht auch aufs Matchup an, aber es ist halt zum Tower-Pushen cool, ne? Man könnte auch mal Nashos first gehen, wenn du halt sagst, ja, du willst... Ne, du hast jemanden, der die ganze Zeit roam will. Dann pushst du den die ganze Zeit rein und machst den Tower halt weg, aber... Ja, so, was ist jetzt hier Phase, sag mal, ha? Huh? What is Phase here? So, sie roamt, Leute. Das heißt, jetzt zum Beispiel, wo sie roam geht, jetzt haben wir ein bisschen Attack Speed. Fuck, das ist die falsche. Later! Zugablett! Ja, die denkt sie jetzt auch so. Das hat sie sich so gedacht. So, Was? Conquista. Oh mein Gott, Chan Senpai. So, was können wir machen? Sollen wir nochmal Ezreal abfacken oder wir melden einfach die... Oh, dann fließt hinter dich nochmal Bock. Oh, der ist ja aus Papier, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Schade. So, ich hätte Bock hier, aber dann müssten die... Ah, das war dumm. Der Soldat war dumm, to be honest. Der war ein bisschen dumm. Ein bisschen dumm war er schon. Ja, not too bad. Ja. Okay, Leute, was ist mit Zed? Habt ihr Bock? Habt ihr Bock auf den Ball? Ja, der ist ja aus... Ja, so ganz aus Papier ist er nicht, aber... Mann, ich mach Damage, aber keiner stirbt. Das ist doch Quatsch. Quatsch ist das. So, wir brauchen jetzt Schuhe, die haben wir eigentlich schon. Hä, dein Ernst? Okay, nehme ich an. Akzeptiere ich. Akzeptiere ich auch. No, the Emperor will never fall. Will never fall. Ah! Ah! No, God. Das war so der letzte. Dieser. Ohne Witz musste ich jetzt wirklich noch sterben. Das war so dieser letzte Krieger, der mir mein Leben genommen hat. Oh, Daeum in the world of Daeumness. Oh, schade. Aber
Es war eine gigalustige Runde, hat mir mega appreciated. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, later. Later, Mater. Tschüss.